geht natürlich direkt weiter. Ich denke mal, die drei Videos reichen für heute dann noch aus. Wenn ich zu lang mache, wäre schon 3:30. Wollte man eigentlich früher aufstehen, aber ganz vergessen. Irgendwie gestern Nacht für eine halbe Minute knapp 2 oder 1. Von Meridian aus wirkte es wie eine Täuschung. Aber das aus der Nähe. Auf der Flamme sah man, dass es keine Reflexion war. Zu meinem Missfallen wurde erzählt, das Licht sei vom Turm gekommen. Von dort. Wir haben hier nichts angefasst. Was ist passiert? Ich weiß nicht. Gut. Der Turm soll Signale aussenden. Nachrichten für das Terraforming-System. Aber Hades wollte damit alte Kriegsmaschinen wecken. Ich hatte die Verbindung doch getrennt. Wartet, ich sehe mir das an. Mach das. Gib uns Bescheid. Die Spitze des Speers. Ja, dann wollen wir mal gucken. Ich habe ein gutes Gefühl dabei. Die kriege ich niemals darauf. Geht leichter als gedacht. Dadurch, dass ich OBS aufnehme, hört man im Hintergrund halt den Ventilator nicht. Das ist ganz gut. Ich glaube nicht, dass du Hades damit gelöscht hast. Er kann nicht. Kann er doch. Ich glaube, er hat es nämlich getan. Von der Spitze des Turms übertragen. Ich muss wohl irgendwie da hoch. Na super. Gut, wollen wir mal gucken. Warum leuchtet das gelb? Komme ich da hoch? Vielleicht kann ich zu dem Vorsprung hinter mir springen. Ja. Jetzt lernen wir die Klettermechaniken. Wenn ich zurückspringe, kann ich die Seile hinter mir erreichen. So. Blätter, kleine Aloy, und mach bloß keinen Dreck. Sonst fällst du um und alles ist weg. Mein Flugwerfer erreicht das von hier nicht. Nee, aber das da. Ich muss näher. Na, also. So, jetzt. Wie komme ich jetzt zum Turm rüber? Natürlich hat das nicht geklappt. Was? War das mehr Glück als Verstand? Ich glaube ja. Aber okay. Achso, ja, ich muss Kreis drücken. Das werde ich. Ob ich das jeweils hinkriegen werde, ist die andere Sache. Das kann ich absolut nicht mehr gewährleisten. So, und nu? Sieht aus, als könnte mein Zugwerfer helfen. Boah, komm schon, wirklich. Ich hätte es erst fokussen müssen. Das ist lame. Ich dachte, mit der Lanze wollte Silence mir helfen. Er hat mich wohl ausgetrickst. Sie hat etwas über den Turm übertragen. Hat er Hades gerettet? Warum sollte er? Weil Hades ihm... Wenn ich rausfinde, wohin es geschickt hat, werde ich ihn finden. Ich hoffe, der Übertragungsknoten oben sagt's mir. Silas, kleines Arschloch. Ein Aufzug? Mal sehen. Zugangslift aktiviert. Mein Glückstag. Wartungskonfiguration wird eingeschaltet. Das ganze Ding einfach
Garage sich das wohl erklären? Bin ich auch mal gespannt. Und durch das Licht sieht's aus, wenn ich käseweiß wäre. Das ist aber nur Dingsbums. Aber nur das Licht. Naja. Ein bisschen mehr Sonne könnte ich schon vertragen. Man merkt es hier so ein bisschen. Aber YOLO! Ich will zwar nichts sagen, aber ich glaube, das schert Eindruck. Dieses kleine... Hi, Aloy. Du hast meine List also endlich aufgedeckt. Ehrlich gesagt, ich bin überrascht, dass es so lange gedauert hat. Du kleiner Bastard. Du hast mit der Lanze Hades gestohlen? Wie kannst du so leichtsinnig sein? Leichtsinnig? Du wolltest Hades doch löschen, ohne vorher sein kostbares Wissen zu extrahieren. Das geheimnisvolle Signal, das ihn weckte zum Beispiel. Oder wo man eins dieser Gaia-Backups bekommt, nach denen du so lange gesucht hast. Wenn du es wusstest, wieso hast du es mir nicht gesagt? Ich hatte in den letzten Monaten eigene Probleme, Aloy. Der Unterschied ist, ich bin vorangekommen. Also wenn deine Wut über meine absolut notwendige Täuschung verraucht ist, komm doch zu mir in den verbotenen Westen und sieh dir an, was ich entdeckt habe. Okay. Oh ja, ich werde kommen. Ja. Tja. Mit den Koordinaten bin ich leicht zu finden. Das schaffst sogar du. dieses dreckige kleine Arschloch. Ey Leute, wenn wir ihn finden, packen wir ihn an den Sack und pressen aus seinen Nüssen Diamanten. Okay? Ja. Ich glaube, sollte Val und Marat sagen, was ich gefunden habe. Hey Boys. Reingegangen, veränderte sich. Fast wie am Tag des Kampfes. Ich bin nur dankbar, dass es heute so stürmisch ist. Nur wenige werden die Veränderung gesehen haben. Was hast du entdeckt? Hades. Die Gefahr ist nicht gebannt. Sie ist im verbotenen Westen. Entschuldigung. Aber extra. Ah ja. Okay. Das könnte schwierig werden. Der Westen heißt nicht umsonst verboten. Ein stammwilder Krieger kontrolliert den Großteil. Die Tenakt. Und sie lassen niemanden über die Grenze. Die nackten Willen, die wilden Hilden. Gleichwohl konnte Sonnenkönig Avad einen fragilen Frieden aushandeln. Tatsächlich soll sich eine Gesandtschaft zur Grenze aufmachen. In 1-2 Tagen. Wenn du unter ihrem Schutz an dem Treffen teilnimmst, lassen dich die Tenakt vielleicht passieren. Statt dich zu jagen und sofort anzugreifen. Ja, das fehlte noch. Mehr Mörder. Ich habe so das Gefühl, dass das Treffen vielleicht schief gehen könnte. Ich bin mir aber nicht ganz sicher. Aloy. Also wenn du den ganzen Tag so rumläufst. Du warst so schnell weg. Wir hatten nie Gelegenheit, uns zu bedanken. Zeigen wir der Streiterin jetzt den Speer, bitte? Itamen, sei still. Es stimmt. Wir haben Geschenke. Die Etikette verlangt normalerweise eine Zeremonie im Palast. Aber ich dachte, dir ist es etwas zwangloser lieber. Bringt sie her, bitte. Aber das ist alles wirklich sehr nett. Ulfid, Vanasha. Schnell, geben wir sie ihr, bevor sie wieder verschwindet. Wirklich? Muss das sein? Ja, ich würde sagen, es läuft. Was ist das? Eine Krone brauchen wir nicht. Setz es auf. Ernsthaft. Es ist wunderschön. Im Namen aller Einwohner des Sonnenreichs. Darüber kann man streiten. Sollen diese Gaben unsere ewige Dankbarkeit zeigen.
Darüber kann man streiten. Vielleicht möchtest du noch mehr Zeit mit deinen Freunden verbringen. Komm zu mir, wenn du abreisebereit bist. Ja, ein bisschen mit den Quatschen können wir noch machen. Warum eigentlich nicht? Tut jetzt nicht weh. Ich muss die Masterüberbrückung an meinem neuen Speer befestigen. Hier muss doch irgendwo eine Werkbank sein. Den Gefallenen in der Schlacht der Flamme zu ehren. Okay. Viele mutige Menschen haben diesen Ort gegen Hades verteidigt. Maschinenkadaver. Überreste von der Schlacht der Flamme. Ich habe keine Ahnung, ob das was bringt. Wir wurden von den Maschinen, die Hades kontrolliert. Aber wir setzten uns durch. Ja. Hier noch ein paar Puppen. Leichte Nahrung sind schnell und präzise. Ja, das ist mir, habe ich, also dass mir das Spiel jetzt erklärt. Das ist traurig. So. Muss ich mir den ganzen, das sind jetzt alles nur so Interaktionspunkte, ne? Ich kann mit den Boys hier nochmal quatschen. Sprich mit deinen Freunden optional. Ist das eine Statue von mir? Lol. Ist neu? Ich sollte wohl geschmeichelt sein von der Statue. Aber es fühlt sich falsch an, wenn meine Aufgabe gar nicht fertig ist. Das wissen die doch nicht. Ihr beiden. Königswitwe Nasadi. Gesegnete Streiterin. Itamen, wie sagt man? Mein bescheidener Dank, Streiterin, für die Rettung meiner Mutter und mir aus Sonnenfall und für die Verteidigung der heiligen Stadt gegen die Truppen des Schattens. War das richtig? Das war sehr gut, Itamen. Und gern geschehen. Streiterin, bringst du mir bei, wie ein echter Maschinenjäger zu schießen? Itamen. Ich habe eine wichtige Mission, Prinz. Um die Welt zu retten? So in etwa. Aber wenn ich zurück bin, gebe ich gerne Tipps. Wäre mir eine Ehre. Wir schulden dir unser Leben. Und das vergessen wir nie. Möge die Sonne dich führen. Achte auf Donnerkiefer, Streiterin! Mach ich. So, wo ist denn jetzt... Ich würde gerne Vanasha und den anderen Typen sehen. Ich fand die lustig. Ich fand die im Alten schon lustig, wie die sich immer so ein bisschen gegenseitig angestellt haben. Sie ihn so ein bisschen... Eine Werkbank. Sie ihn so ein bisschen verführt hat oder so ein bisschen zweideutig gesprochen hat. Und er so, lass mich in Ruhe. Und je mehr er gesagt hat, lass mich in Ruhe, desto mehr hat sie es versucht. Gut. Speer-Upgrade wurde hergestellt. Das war's. Okay. Masterüberbrückung installiert. Und was Neues, um Energie zu speichern und freizusetzen. Ein Resonator. Hilft sicher im Kampf. Bitte mehr, bitte mehr. Uthid, Vanasha, danke, dass ihr hier seid. Ist doch klar. Obwohl du uns nach dem großen Kampf so im Stich gelassen hast. Vanasha, nicht. Sie ist jetzt hier, oder? Otto. Ja, im Moment. Aber ich kenne doch diesen Blick. Sie hat etwas zu erledigen. Und zwar nicht in Meridian. Du weißt, dass ich nicht gegangen bin, weil ich wollte. Ich hatte... Kleine Jägerin, bitte. Du musst dich vor uns nicht rechtfertigen. Du hast uns gerettet. Wenn du gehen musst, geh. Mit unserem Segen. Immer. Ihr seht beide richtig gut aus. Mr. Superschick hier ist jetzt leitender militärischer Berater des Sonnenkönigs. Das heißt, dass Leute ihm tatsächlich zuhören müssen. Die Sonne sei den armen Seelen gnädig. Wenigstens sage ich ab und zu mal was, das Substanz hat. Wie bitte? Ich bin beim Zuhören kurz eingeschlafen.
Und was ist mit dir, Vanasha? Ich kümmere mich um Nasadi und Itaman. Zwei Drittel Wächterin, ein Drittel... Schlechter Einfluss. Ich wollte Kindermädchen sagen, aber deine Version ist besser. Ich mag die beiden. Ich finde die super. Die passen so herrlich zueinander. Wie so ein altes Ehepaar. Als du die Eklipse ausgelöscht hattest, gab es kaum noch Priester und... Ich wette mit dir, die beiden werden einfach nur uralt, weil die sich nicht gegenseitig... Strafreiheit an, weil nur unter Zwang Utit will nicht sterben, also damit die Vanasha glücklich ist. Und die Vanasha will den Utit nicht verlassen und nicht vor ihm sterben, damit er sich freut. So ewiges Leben durch Hass. Hauptmann Knuddels wollte nicht. Gerüchten zufolge wollte er bei mir bleiben. Hier in Meridian. Hauptmann Knuddels. Völliger Quatsch, natürlich. Doch. Die hat voll ins Schwarze getroffen. Also, ich weiß. Du musst los. Geh. Fort mit dir. Immer eine Ehre, Streiterin. Immer eine Freude. Und bitte, kleine Jägerin, komm bald zurück und erzähl uns von deinen Abenteuern. Ich finde die beiden knuffig. Ich bin ruhig geworden, aber ich will von deinen Taten hören. Ich finde die beiden knuffig. Ich weiß nicht, warum. Ich mag die beiden. Die passen auch echt zusammen wie Arsch auf Eimer. Und dann gedrückt. Richtig so, richtig. So, was ist jetzt hier? Muss ich mit dem auch noch quatschen. Der Bildhauer wollte etwas viel Größeres. Doppelt so groß. Mit Gold und Juwelen. Aber ich dachte mir, dass dir das nicht gefallen würde. Du hattest recht. Es tut mir leid. Muss ja nichts sagen, aber ernsthaft. Schön, dich zu sehen, aber ich kann nicht bleiben. Verstehe. Ich hatte gehofft, du bleibst eine Weile in der Stadt. Vielleicht im Palast? Meridian ist noch in Gefahr. Aber das ist nicht alles. Deshalb muss ich dringend nach Westen. Ins Tenakt-Gebiet. Bei der Sonne, die Tenakt? Tja, vielleicht hat Marat es dir schon gesagt. Aber nach Jahren der Feindschaft gibt es jetzt einen Waffenstillstand. Vielleicht sogar endlich Frieden. Eine weitere Gesandtschaft wird bald dorthin aufbrechen. Das ist doch schon mal gut. Ich muss jetzt los. Einen Moment, Aloy. Ich muss dich was fragen. Ich konnte an fast nichts anderes denken. No. Das ist nicht der richtige Zeitpunkt. Aber es muss sein. Als du plötzlich weg warst, wusste ich nicht, ob ich dich je wiedersehe. Noch. Ernsthaft. Ich will dich nicht aufhalten. Oder einengen. Aber ich muss wissen, wenn deine Mission erfüllt ist, kommst du dann zurück nach Meridian und bleibst. Lang genug, dass wir Zeit haben, uns richtig kennenzulernen. Vielleicht. Ja. Weißt du was? Komm. Er ist der König. Den gib mein Herzchen. Wiedersehen, Avad. Und dich. Aber diese Mission ist mein Leben. Ich denke an nichts anderes. Diese Gefühlsduselei, das musste nicht sein. Was danach passiert, ich kann es mir nicht vorstellen. Ich wüsste nicht, wo ich anfangen soll. Stardew Valley hat ein Update bekommen? Ernsthaft? Wenn du in Meridian damit anfangen möchtest. Was? Solltest du wissen, dass du hier immer hoch willkommen bist. Erfüll deine Mission, Aloy. Ich hoffe auf deinen Erfolg. Und freue mich auf deine... Immerhin. Erfolg. Immerhin, Eppes. Er hat's geschluckt. Ich wollte jetzt sagen, er hat's gut geschluckt, aber ja, doch hat er. So, ja, jetzt müssen wir eigentlich nur noch zur Wahl zurückkehren. Dann können wir los. So. Bist du bereit zum Aufbruch? Oder brauchst du noch ein bisschen Zeit? Ach, wir sind ready to go. Hab ich vorhin schon Tee? Wenn ich Red to go. Will, coole Spieleserie, gefällt mir. Tenakt, wie du sagst, wenn ihr euch auf meinem Kanal ein bisschen umguckt. Wo genau wird diese Gesandtschaft stattfinden? Habe ich ein paar Spiele davon gespielt. Die Schlucht, die westliche Grenze des Sonnenreichs. Vor allem Pirate's Curse, wenn es auch ein bisschen pixelig ist. Liegt an ihrer äußersten Ecke. Die Gesandtschaft trifft sich direkt vor ihren Toren. Es ist ein langer Marsch, 2 Wochen zu Fuß.
Mit Tempo sind wir in ein paar Tagen da. Vielleicht sollten wir lieber hier übernachten und morgen früh weiter. Du wirst doch nur wahllos werden. Ich regle das. Habe ich das Gefühl. Bin mir nicht ganz sicher, wie lange uns der Wal am Arsch kleben bleibt. Den Männern hier geht es natürlich nicht um Freundschaft. Die sind einfach nur notgeil. Aber natürlich ein Spaß. Ich glaube, in solchen Zeiten hat man ganz andere Gedanken. Habe ich mir gedacht, dass die Aloy sich vom Acker macht. Oh mein Gott, Leute, ich habe mir so viele Schrottspiele gekauft gestern. Für die, die mich im Stream, mir im Stream folgen, die wissen das. Aber die anderen nicht. Ich habe mir For Honor geholt für 10er. Darksiders 3 auch und es soll grausam sein von der Leistung her. Dann habe ich mir das einzig gute Spiel geholt, Hyrule Warriors für die Switch. Neues Spiel vom Technikmarkt, Balan Wonderworld. Sieht aus, da frage ich nicht. Das werde ich wahrscheinlich nie spielen. Und Bibi Blocksberg. Da fragen wir das nicht, okay? Ich war gestern, vorgestern war ich einfach sauer. Ein bisschen gefrostet und dabei war ins Regal gegriffen. Ich habe gedacht, weißt du was? Es ist nur einer dafür Spiele, da ist mir egal. 5 mitgenommen. Bin ich. Ich weiß nicht, was nämlich gefahren ist. Vielleicht war ich. Nee, betrunken war ich nicht. Dann hätte ich wenigstens eine Ausrede. War ein langes Intro dafür, dass es jetzt erst beginnt. So, das war das Intro. Stahl und Funke. Ha, hab noch nie jemand gesehen, der auf einem der Dinger reitet. Tja. Kommst du nach Fahrlicht? Ja, das heißt eigentlich. Nur nicht heute. Noch nicht. Und wieso nicht? Naja, der Schrecken. Das ganze Tal ist verseucht von Maschinen. Ja, scheiße gelaufen.
Maschinen sind kein Problem. Tja, das glaube ich dir, aber ich habe strikten Befehl, erst zu fahren, wenn der Pfiff von Kettenkratz das okay gibt. Hör zu. Ich bin nicht so weit gereist, um hier zu warten. Entweder setzt du die Bahn in Gang. Das wird euer letzte Part, den ich für heute aufnehme. Weil ich will nachher noch Ghost of Tsushima weiter streamen. Weil ich den ganzen Tag vor dem Rechner und vor der Kamera verbringe. Geht nicht. Aber wenn jemand fragen sollte, sagst du besser, du hast mich gezwungen. Hätte ich sowieso. Also mach dir darum keine Gedanken, alter Mann. Ich sehe Rauch, aber nicht viel Aktivität. Der Rauch kommt bestimmt von etwas, das die... Ich will meine Fähigkeiten ausgeben. Warum dauert der Startbildschirm so lang? Was ist Überleben? Effektivität von Heilung und Tränk ist vielleicht auch nicht schlecht. Das ist keine passive Stärkung. Dies ist eine passive Stärkung. Erkennbar an der Kreisform. Ah, okay. Erkennbar an der Kreisform. Okay, was haben wir hier? Heilende Beeren bewirken mehr und schnellere Heilung. Ist vielleicht gar nicht schlecht. Was haben wir hier? Schnelle Gesundheit automatisch schneller wieder her, wenn du im kritischen Zustand bist. Und was haben wir hier? Generell halte mehr Schaden aus. Ah, okay. Maschinen zerlegt haben. Und was die Ruhe angeht, tja, wegen all der Aufregung gab es einen Arbeitsstopp. Welche Maschinenarten machen die Probleme? Bösartig. Und zwar jede Menge. Man nennt sie Dornrücken. Oha. Seltsam ist, dass sie nicht aus dem Schrecken stammen. Sie tauchten plötzlich einfach auf. Keine Jäger, die sie töten? Oh, wir haben Jäger. Nur niemand, der Ulvund verärgern will. Er ist der selbsternannte Boss von Kettenkratz. Der Arbeitsstopp war seine Idee. Naja, also ich bin auf der Durchreise. Ich muss zu einer Gesandtschaft. Sag das doch gleich. So bald wird die nicht stattfinden. Was willst du damit sagen? Du wirst mit meinem Rückweg auf den Berg. Hörst du das? Das ist deine Antwort. Wer ist das? Ein Kaja Sonnenbüster. Hab ihn gestern runtergebracht, etwa eine Stunde bevor die Maschinen kamen. Na super. Er ist ein sehr wichtiger Mann, sagt er jedenfalls. Die Gesandtschaft in Fahrlicht? Er ist der, der sie leiten soll. Dieser Lappen. Wenn du nicht sofort tust, was ich sage, erfährt der Sonnenkönig selbst von deiner Anmaßung. Dank dir musste ich die Nacht frierend im Zelt verbringen. Völlig ungeschützt. Ich bin fast gestorben. Ach, heul nicht rum, du Jammerlappen. Mich willst du nicht fahren, aber das... Das... Was? Das Nora-Mädchen? Die Wilde? Ich bin die Wilde Hilde. Zur Seite, tauge nichts. Wadis. Das ist Aloy. Gelehrter Wadis. Aloy, die Retterin von Meridian. Wirklich? Nun, das lindert die Kränkung, schätze ich. Alter, du hast auf die Knie zu fallen, mir die Stiefel sauber zu lecken, du Penner. Fahrlicht. Wie ich höre, du auch. Tja, nicht solange das Tal infiziert ist. Und so erklärte Araman, die Sonnenpriester zu... kostbaren und würdigen Hütern. Siehst du? Aber nicht dich. Die Schrift. Ich habe doch selbst draufgeschrieben. Wenn der Hauptmann der Garde mir sagt, dass der Weg frei ist. Nicht einen Moment früher. Gut. Der Hauptmann ist ein Freund von mir. Wo ist der Rent? Ich würde gern mit jemand reden, der Taten vorzieht. Nicht Schriften. Wadis. Gelehrter Wadis. Gelehrter Wadis sandte Erend und noch eine Garde am Morgen los, den Weg zu bahnen. Und so geschah es. Hey! Sch! Weiter das Tal runter? Ja, sie wollten in den Ruinen links nach Spuren suchen. Sprich mir aus dem Mund, Aloy. Ich mag dich, echt Mädchen. Arbeitsstopp. Wo kann ich Sachen herstellen? Der Schmied in Kettenkratz lässt sich bestimmt seine Werkbank nutzen. Für die Dornrücken.
solltest du dir Säurepfeile herstellen. Triff ihre Kanister damit und schalte sie schneller aus. Danke. Herrlich, herrlich. Ich suche Erend und bring ihn zurück. Hey! Wo willst du denn hin? Na, zum Gipfel, um in Sicherheit zu warten. Tut mir leid. Der Fahrer hat strenge Befehle. Keine Passagiere bis zum Pfiff, stimmt's? Ganz genau. Fang mal an zu kurbeln. Wieso? Wieso? Joruf, geleitest du bitte den Gelehrten nach Kettenkatz und wartest da auf mich? Schon dabei. Ich finde Erend und mach den Weg frei. Aber danach keine Ausreden mehr. Fahrlicht. Gesandtschaft. Wenn dies der Wille der Sonne ist. Können wir mal schnell nach oben gehen. Vertrau mir. Können wir mal schnell nach oben gehen und mal mit deinem König sprechen. Aber ich sollte vorher meinen Bogen in Kettenkratz verbessern. Ja, das kriegen wir hin. In Kettenkratz? Ich habe keine Ahnung, was Kettenkratz ist. Eine kurze Schrift aus Pergament mit offiziellen Siegeln. Auf Anordnung von Kommandant Nosa werden alle Einwohner des Schreckens hiermit über Folgendes informiert. Die Tore zwischen Fallicht und dem Niemandsland werden aufgrund von bevorstehender Gesandtschaft verschlossen und versiegelt. Bis auf Weiteres darf niemand passieren. Es werden keine Ausnahmen gemacht, unabhängig vom Clan, Haus oder Stammeszugehörigkeit. Aufgrund früherer Beschwerden und Missverständnisse wird nochmals betont, dass auch dies für die Osseram gelten. Alle ausstehenden Vereinbarungen hinsicht der Ein- und Ausreise werden weiterhin als verschoben oder nichtig erklärt. Je nach Art und Zeitpunkt der Vereinbarung werden keine Ausnahmen gemacht. Und noch einmal, um alle eventuelle Zweifel auszulösen. Alle genannten Regelungen betreffen auch die Osseram unabhängig von allen Umständen, Ausreden oder sogenannten bindenden Verträgen. Beschwerden und oder Entschädigungsanforderungen, soweit angebracht, können bei einem Stellvertreterhauptmann Lavana eingerichtet werden. Unterzeichnet im Licht der Sonne, Nosa, Arsin, Kuma, Luma, Truma, hast nicht gesehen. Irgendeiner, der weiß, was los ist. Der weiß, was los ist. Und den Arsch, den trete ich auch noch in den Sack. So, was haben wir denn hier? Da müssen wir unseren Bogen verbessern. Soll das nach oben wischen? Passiert nichts. Das ist gut. Begib dich nach Kettenkratz. Da kratzen die Ketten. Oh, ich kann speichern. Geil. Super duper. Das nehme ich gern mit. So, was haben wir denn hier? Diese kann ich jetzt? Maschinen müssen das Lager zerstört haben. Dieses Tal ist definitiv nicht sicher. Ist mir schon klar, dass das Tal nicht sicher ist. Warum braucht die Aloy so lange, um sich nach dem Steinwurf wieder zu ducken? Das ist doch dämlich. Ich muss eine Brutstätte suchen und herausfinden, wie man die überbrückt. Fuck. Ja, viel Damage mache ich bei denen jetzt nicht zwingend. Weg mit dir. Das ist doch schon mal gut. So. Du gerade gegen den Baum geschossen. Oh, weg mit dir, du Lümmel. Ich zieh mir über einen Sportpisser. Kleiner Lappen. Entschuldigung. So. Dann haben wir diese kleinen Wichte auch fertig gemacht. Und
Und das ging doch relativ gut. Aber das mit dem Fokusimpuls und hin und her, das nervt ein bisschen. Da leuchtet irgendwas. Ich weiß nicht, ob das so eine gute Idee ist. Ein Edelstein. Grün wie Lohe, aber hart und glänzend. Ob Händler wohl daran interessiert sind? Stimmt. Eine seltene und wertvolle genutzt, um Waffen und Outfits zu verbessern. Ah, okay. Und Händler wollen auch Money haben. Das ist okay. Money. Kettenkratz. Super. So, begib dich nach Kettenkratz. Kettenkratz. Ja, ich weiß nicht, ob ihr es schon gesehen habt, aber es kommt ja jetzt Tray raus. Kommt Säure raus. Okay. Muss ein Dornrücken sein. Wo? Hat Erin sie erlegt. Wo ist eine tote Maschine? Ist mit Säure getränkt. Ob das die Dornrücken war? Dornrücken. Interessant. Sieht aus wie ein riesiges Wildschwein. Bin mal gespannt, was für Tiere dann noch rauskommen. Doruf meinte, hier könnte ich meinen Bogen verbessern. Ja, hoffentlich. Ich könnte auch was mit meiner anderen Ausrüstung basteln. Hier ist noch was Grünes. Neue Quest in 80 Metern. Okay. Hoffentlich schmeckt so gut, wie es aussieht. Nimm ich mit. Hier ist noch eine neue Quest. Bin ich mal gespannt. Wahrscheinlich in Kettenkratz. Komm ich da rein? Nee, ne? Das war klar. Gut. Hey, Boys. Eine Fremde nähert sich. Ist das die Retterin? Möchtest du rein, Retterin? Ja. Komm in Kettenkratz, Retterin. Macht auf, Jungs. Befehl von Joruf. Mir soll's recht sein. Wissen sowieso, wer ich bin. Zur Not gehe ich halt zu Arvard und sage, ich will da rein. Bei der Schmiede. Petra! Petra? Aloy! Süße, wie geht's dir? Was machst du denn hier? Was machst du hier? Wird Zeit, dass in diesem Loch mal was Nettes auftaucht. Die ist super. Ich mag die. Und keinen Moment zu früh. Komm schon. Wer weiß, was die jetzt machen. Die Brauerei ist das Einzige, auf das man hier zählen kann. Hab's gehört. Die Maschinen, Arbeitsstoff. Oh, das sind nur die neuesten Störungen. Kettenkratz pfiff immer schon aus dem letzten Loch. Ja. Und da ist auch schon das größte Problem. Nicht unser Land, nicht unser Problem. Die Dornrücken sind jedermanns Problem. Orwind? Du hast von ihm gehört. Ja. Zu seiner Geschichte trinkt man am besten ein kaltes Bier. Petra, du bist super. Petra. Ich bin nur auf der Durchreise. Nach Westen. Oh. Ein Bierchen mit Petra ist immer gut. Die Gesandtschaft in Fahrlicht muss stattfinden und dann ziehe ich weiter. Ah, natürlich. Wichtige Dinge zu tun. Tja, Flammenhaar. Schön, dich zu sehen. Wenn du weiterziehen musst. Petra. Aber wenn du ein kaltes Bier trinken und mit einer Freundin lachen willst, komm in die Brauerei. Wie du willst. Natürlich, komm, ey Leute. Die 2 Minuten nehmen uns Zeit. Dieser Irrwind riecht nach Ärger. Vielleicht kann Petra Hilfe brauchen. Aber zuerst muss ich die Werkbank finden und meinen Bogen verbessern. Jep. Da haben wir ein bisschen was zu tun. So. Verbessere deinen Bogen hier. Ladebildschirm, 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 Ladebildschirm. Und beim nächsten Mal machen wir weiter. Waffen-Upgrades. Nein, ich will meinen Bogen verbessern. Vorteile nichts.
können das Outfit upgraden. Wirksam. Oh. Ich meine, wenn wir das Zeug schon da haben. Why not? Wir haben also Upgrade-Materialien. Warum schiebst du deinen knochigen Arm nicht hier rüber und sagst das? Das könnte hilfreich sein. Das hab ich jetzt nicht gehört, oder? Wieso schiebst du deinen knochigen Arsch nicht hier rüber und sagst das nochmal? In diesem Ton. Diesen motiviert. Ja, Bock. Okay. Ich will erstmal zum Lagerfeuer speichern, weil erstens muss ich dringend aufs Klo. Zweitens haben wir heute genug. Schnellspeicherung. So, super. Hier, Leute, macht's gut. Haut rein, bis zum nächsten Mal. Tschüss.